da bin ich nochmal mit Bärbelsohn und Deko-Ideen. Jetzt habe ich für draußen eine Kleinigkeit und zwar habe ich hier so ein Gefäß und da werde ich jetzt eine Tischdeko machen. Ich mache mir einfach mein ganzes Efeu da rein, weil das will ich vielleicht noch mal woanders reinpflanzen. Und habe hier ein Hornfeilchen. Das guckt da rein. Ja, ich mache das mal hier rein. Dann habe ich ein bisschen Buchsbaum. Das stecke ich hier einfach noch mit rein. Und mache hier ein bisschen Moos. Das sind alles so Reste. Die fülle ich da jetzt mal richtig rein. Mal. Hier habe ich noch so gebündeltes Heu. Wobei, das ist aber draußen nicht so ganz so prickelnd, wenn es nass wird. Hier habe ich noch so einen Ast. Den werde ich hier nochmal mit dran stecken. Noch ein bisschen Birke. Das kann man gut brechen, eigentlich. Also reißen. Kann man dann so Stücke reinmachen. Alles, was ich so am Resten habe, werde ich da jetzt reinmachen. Ich habe hier noch zwei von meinen Eiern, die ich auf der Waage hatte. Die mache ich da mit rein. Also die ich noch auf der Waage habe, aber da hatte ich mehrere gemacht. Und habe hier noch ein bisschen von diesem Geäst. Das mache ich da auch noch rein. Ein paar Federn. Die dürfen immer nicht fehlen zu Ostern, finde ich. So. Eigentlich ist das schon alles, was ich euch zeigen wollte. Weil eigentlich will ich euch jetzt gleich draußen mal meine neue Errungenschaft zeigen. Da gehe ich jetzt gleich mal mit euch raus. So, gucken. So ganz schön. Das kommt jetzt gleich draußen auf den Tisch und dann zeige ich euch, was ich draußen gemacht habe. Ja, das ist jetzt hier so meine neue Errungenschaft. Und zwar war das jetzt ein bisschen angerüstet. Meine Kinder wollten das nicht mehr haben. Und ehe das in fremde Hände kommt, habe ich gedacht, passt die Sitzecke ja bei mir ganz gut hier hin. Ich habe das also mit einer Drahtbürste ein bisschen vom Rost befreit und habe dann nur ein bisschen Farbe genommen, die ich noch so hatte, Acrylfarbe. Die habe ich auf dem Schwamm gemacht und einfach nur ein bisschen drüber gewischt. Es soll ja noch ein bisschen alt aussehen. Ich wollte ja nichts Neues machen und ich wollte auch nicht das so dick mit Farbe zu kleistern. Und ich finde, das ist doch sehr hübsch hier in der Ecke. Ich freue mich da richtig drüber. Ich wollte euch das einfach auch mal zeigen, weil ich habe auch schon mal auf dem Flohmarkt sowas gesehen, also einzelne Stühle einfach mitnehmen und dann für kleines Geld und aufarbeiten. Es geht ganz einfach mit der Drahtbürste und ein bisschen mit dem Schwammfarbe drauf. Fertig. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten sehen wir uns
beim nächsten Gartentipp. Bis dann. Tschüss.